Ich habe jetzt hier Marks gesetzt. A, B und C. A, B, C, D. Normalerweise macht man das jetzt im Uhrzeigerwind. Das heißt, man fängt auf dieser Insel an, wo wir jetzt stehen, haut da diese Fangarme um und geht dann auf A, B und C. Wenn man natürlich ein kühles Mark über den Kopf hat, dann geht man zurück auf den Safe Spot. Den bestimmt man. Eigentlich ist Safe Spot immer D. Früher gab es halt keine Markierung mit D. Da war es halt Fujikado. Also normalerweise, wie gesagt, Uhrzeigersinn. A, D, A, B, C. Hat man das hier, hat man die erledigt? Die Fangarme etc. Geht eigentlich kampflos los. Man muss sie halt kaputt machen, damit es losgeht. Genau, Kreiselfänger schubst ein. Und ein Spieler, ja, okay. Das ist wie gesagt der Vibe. Ich erkläre gleich nochmal richtig die Mechanik. Ich retz mich auch hier gleich schon. Das ist mit wenig Sinn vom. Mit wenig Sinn im Prinzip. Weil das kann man sehr schwer gegenheilen. Wenn man die Mechanik halt komplett falsch spielt, dann geht das komplett daneben. Das war halt der Ansatz der Mechanik. Jetzt versucht meine Kollegin zu retzen. Meine Kollegin hat jetzt zum Beispiel diesen Nicht-Beweglichkeits-Buff. Das heißt, man kann sich nicht bewegen und man wird in dem Fall auch hochgenommen und weggeschmissen vom Boss. Das endet meistens damit, dass man auf irgendeiner Plattform geschubst wird. Hier steht sie auch, greift und schleudert sie weg. Da sehen wir den Kampf von etwas weiter weg. Sie versuchen das das Allermöglichste noch. Hier sehen wir auch, dass meine Kollegin das Mark über den Kopf hat. Dieses Mark legt man ab, wenn es abgelegt ist. Jetzt geht man runter von der Insel. Ansonsten passiert das. Genau, weil der Wirbelsturm explodiert jetzt gleich. Und wenn der explodiert, gibt es Schaden, wenn man auf der Insel steht. Das kann man halt umgehen, den Schaden, indem man einfach von der Insel hüpft. Das ist sehr wichtig, das sollte man sich auch merken. Und jetzt wird hier wieder wild durch die Karte gehüpft. Man bekommt so ein Verbrennungsdeck, indem man in das Wasser geht. Das Wasser ist kochend heiß und da muss man halt drauf achten. Zu viele Stacks sind auch nicht gesund. Also keine Angst, die legen den Boss nicht ohne mehr. Da vorne sehen wir wieder das grüne Mark. Er ist jetzt auf A gesprungen und sie ist jetzt auf A gesprungen. Man springt normalerweise auf D, also Selbstwort. Jetzt rennt man wieder weg mit dem Ding. Also. Was heißt weg? Einfach von der Insel. So, das Ding ist explodiert gleich. Der Typ ist tot. Es leben nur noch die beiden. Der Heiler. Jetzt hat der Tank das Ding. Ne, der Heiler hat's schon. Der Heiler hat's schon wieder. Später gibt es das auch mit zwei Leuten. Das kann man dann beide auf einer Insel ablegen. So, da wird der Heiler hochgenommen, weggeschmissen. Und der Tank ist tot. Also, das kann man jetzt noch gegenheilen. Aber mit Visa kommt man da halt nicht weit. Der nächste Hieb und gleiches Sense. Das kann man ablegen. Sie geben sich noch die größte Mühe, aber das werden sie nicht schaffen. Dieser Boss hat auch keinen Enrage-Timer, leider. So, jetzt hat er das Mark wieder über den Kopf, lässt es natürlich da liegen und denkt sich nichts bei. Und springt sogar... Ne, jetzt haben es beide. Das ist jetzt das Szenario, was ich meinte. Jetzt haben es halt beide. Und jetzt droppt der Wirbelsturm. Und das knockt ihn im Prinzip so gut wie aus. Sie kommt auf die Insel mit dem Wirbelsturm, mit dem Ding. Beziehungsweise er wird da geretzt. Und ausgenommen. Sie wird rübergeschmissen, beziehungsweise geht rüber, kriegt eins auf den Deckel. Er hat wieder das Mark. Das hier vergebene Lebensmüde. Und jetzt hüpft sie rüber und das ist Gelände. Das war's. Das Mark tötet sie jetzt. Also der Wirbelsturm. Aber sie hat es nochmal umgehen können.
Es ist besser als jedes Kino. Ein Gegner nähert sich, genau. Und Tentakel ist eigentlich das, worum es hier in den Kampf geht. Die müssen weggemacht werden. Es geht weiter. Weiter. So, sie ist tot. Das war's für sie. Und jetzt stirbt auch gleich der Tank und dann respawnen wir. Also sie respawnen. So, da ist er tot.